Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zum nächsten Tauchvlog aus Thailand. Wir sind immer noch bei Phi Phi Island und das ist eine der 6 Phi Phi Inseln. Koh Bidanok, 35 Meter hoch ist dieser Stein und wir haben mit unserem Boot der MV Giamani während unserer Tauchsafari hier vor Anker gelegen und haben das Highlight unserer Tour gesehen und das seht ihr heute in dem Video. Aber erstmal zur Tauchplatzkarte. So sieht das Ganze aus, wenn man mit seinem Tauchbuddy oder seinem Tauchlehrer im Optimalfall einen Tauchgang plant. Man kann ungefähr so abschätzen, wo geht man ins Wasser, wo geht man lang, wo kann man lang tauchen und man kann ja sehen, dass es zum Beispiel hier eine Höhle gibt im Nordwesten der Insel, die in 20 Metern Tiefe ist und so sieht man, dass man mehrere Tauchgänge bei so einer Insel machen kann. Wir sind aus dem Nordosten gekommen mit unserem Schiff und haben ungefähr bei 15 Meter vor der Insel vor Anker gelegen und sind dann in diese Bucht hineingetaucht. Wir waren auf 14,5 Meter Tiefe, sind dann in diese Bucht reingetaucht. Die lag ungefähr bei 6 Meter Wassertiefe im tiefsten Fall und wir haben dort etwas gesehen, ja, was wunderschön war, und zwar jede Menge Schwarzspitzenriffhaie, liebe Freunde. Und dieses Exemplar hier war der erste Schwarzspitzenriffhai, den ich in meinem 31. Tauchgang sehen durfte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als wir ihn gesehen haben, war bei uns so ein bisschen die Aufregung, hat sich breit gemacht. Wir haben gesagt, ey, guck mal ein Hai, guck mal ein Hai, guck mal ein Hai. Wenn wir gewusst hätten, dass nachher 12 Haie um uns herum schwimmen, ich glaube, wir wären wesentlich ruhiger gewesen als am Anfang. Auf jeden Fall, wir sind in diese Bucht hineingetaucht. Dort war es ungefähr im Regelfall so 4 Meter tief. Ihr seht auch gleich die Brandung, wie sie oben an die Felsen scheppert. Und diese Haie haben dort ganz gemütlich gejagt, schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Ihr erkennt hier, wie gesagt, den Schwarzspitzenriffhai oben an der schwarzen Spitze auf der ersten Rückenflosse. Dahinter die zweite Rückenflosse hat auch noch eine kleine schwarze Markierung. Und an der Schwanzflosse gibt es ebenfalls nochmal eine schwarze Markierung. Diese Haie sind schon gelten als gefährdet, also gelten noch nicht als ganz vom Aussterben bedroht, gelten als gefährdet, werden in der Regel 160 cm bis 200 cm lang, also bis 2 Meter. Also bin ich mit meinen 2,1 Metern immer einen Zentimeter größer als der Hai, was schon mal sehr, sehr schön ist. Das größte Exemplar, was ihr hier heute im Video sehen werdet, ist auch wirklich 2 Meter groß. An der zweiten Rückenflosse hat es wahrscheinlich einen Kampf gehabt. Ihr seht auf jeden Fall nachher eine kleine Verletzung beim größten Tier, was wie gesagt 2 Meter lang war. Hier seht ihr es. Das war schon ein echter Brock, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es uns hier richtig gemütlich gemacht. Ich habe mich so auf 4,5 Meter in ein Kiesbett gelegt, bauchüber, und habe mir diese Bewegung der Haie angeschaut. Teilweise kamen die Haie wirklich aus dem Nichts, weil sie wirklich mit dem Wasser verschwimmen. Man muss es wirklich so sagen. Also es ist sehr krass, wie diese Haie getarnt sind. Hier seht ihr jetzt beispielsweise, wo sind die Haie. Man sieht sie nur sehr schwer. Und wenn sie dann so ein bisschen ins Licht kommen, beziehungsweise der Kontrast sich so ein bisschen ändert, kann man sie dann endlich so ein bisschen ausmachen. Teilweise hat man sie sehr spät erst gesehen. Und wir kommen zur klassischen Frage. Hattest du keine Angst? Hattest du keine Angst, dass die Haie dich angreifen, etc.? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe auch mich mit Robert schon drüber unterhalten, wir hatten in diesen Momenten überhaupt gar keine Angst. Ich kann euch noch nicht mal sagen, warum. Die Haie sind teilweise so bis auf 1,50 Meter an uns herangekommen, waren natürlich neugierig, aber sobald man sich dann ein bisschen gedreht hat, sie angeschaut hat, hat man gemerkt, dass sie direkt sagen, hey, alles klar, ich verziehe mich hier, du bist mir zu groß, du bist mir zu dick, zu fett, und haben dann so ein bisschen, die Kehrtwende gemacht. Und natürlich gibt es Haie, die für den Menschen gefährlich werden. Erstmal grundsätzlich gibt es über 500 Haiarten und davon können nur sehr wenige den Menschen gefährlich werden. Die berühmtesten, der weiße Hai, der Bullenhai, der Tigerhai oder auch Sandtigerhaie, das sind Haie, die den Menschen gefährlich werden können. Man redet da auch gerne mal von Menschenfressern, wobei ich das Ganze so ein bisschen mit anderen Augen sehe, gerade auch als Taucher. Nachdem ich die Unterwasserwelt kennengelernt habe, und ich kann euch versichern, wenn ihr die Taucherfahrung gesammelt hättet, so wie ich sie gesammelt hätte, ihr hättet in der Situation auch keine Angst gehabt, weil ihr einfach merkt, wie ihr von den Tieren unter Wasser akzeptiert werdet. Wenn ihr diese Tiere akzeptiert, toleriert und respektiert, dann haben diese Tiere überhaupt gar keinen Grund, euch anzugreifen. Wenn ihr die Tiere in eine Ecke drängt, wenn ihr sie bedroht, oder wenn ihr Jungtiere anfasst etc., dann werden Tiere aggressiv. Und wenn ihr das nicht macht, warum sollen die Tiere euch angreifen? Warum soll ein 2-Meter-Hai einen 2,1 Meter dicken Krieger angreifen?
ich stehe nicht auf seiner Beuteliste. Ganz einfache Sache. Und natürlich gibt es Angriffe auch von Schwarzspitzenriffhaie an Tauchern. Und ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass die Tiere halt angefüttert worden sind, dass die Tiere durch das Blut und durch das Anfüttern ein bisschen wild waren. Natürlich kommt dann noch so ein bisschen der Futterneid in der Gruppe hinzu. Und dann ist da mal eine Hand im Weg, wo dann eigentlich ein Fisch da hätte sein sollen. Und dann wird man mal in eine Hand gebissen. Ich glaube, so entstehen die Unfälle einfach durch Unvorsichtigkeit, durch Dummheit der Menschen. Und ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt da einfach rumdümpeln, dass die Haie Bock haben, uns einfach bewusst anzugreifen, außer wenn wir aggressiv auf die Haie zugehen. Das ist meine Meinung und ich denke, dass ich mit der Meinung auch ziemlich gut und richtig liege. Des Weiteren bin ich ja jetzt bald auf den Malediven und ich hoffe, dass ich dort einen der größten Haie bzw. den größten Hai zu Gesicht bekomme, den Walhai, der 14 Meter lang ist, allerdings komplett ungefährlich für den Menschen, ist ein reiner Planktonfresser und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auch, denke ich, viele Schwarzspitzenriffhaie sehen, dann die etwas größeren Weißspitzenriffhaie. Ich denke mal, da werden einige Hai-Videos an euch, euch übermittelt werden. Dann hier seht ihr mal so, vom Angesicht ist es wirklich beeindruckend, diese Tiere. Ihr seht unterm Hai, seht ihr einen Fisch hängen. Das ist ein Fischhalter, der sich an diesem Hai festsaugt und sich von ihm durch die Gegend tragen lässt, in der Hoffnung, dass wenn der Hai frisst und irgendwie ein bisschen Futter an der Seite versprießt, sage ich mal, dass er auch den einen oder anderen Bissen abbekommt. Das war es auch schon, das waren die Eindrücke von dieser kleinen Bucht bei Kobidanok. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt zum Abschluss gibt es noch so einen kleinen Tauchgang durch einen kleinen Fischschwamm. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like auf dieses Video freuen. Des Weiteren natürlich über ein wunderschönes Kommentar. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu den Haien steht, wie ihr darüber denkt. Hättet ihr Angst gehabt oder nicht? Was glaubt ihr? Wie findet ihr das Ganze? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.